Freunde, im heutigen XXL-Video werde ich von vielen verschiedenen Familien adoptiert. Und schreibt mal in die Kommentare, welche Familie euch am meisten gefallen hat. Und Freunde, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann mache ich auf jeden Fall noch mehr XXL-Videos. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Betreuerin, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Aber dafür musst du ganz kurz deine Augen zumachen. Meine Augen? Was hast du denn schon wieder vor, Lami? Na gut, wenn es eine Überraschung ist, dann schließe ich mal meine Augen. So, und jetzt? So, und jetzt musst du mir einmal folgen. Folg einfach meiner Stimme. So, na gut, dann komme ich einfach mal hierhin. Oh, Moment mal, nicht gegen die Tür laufen, Betreuerin. So, aber hier sind wir. Und mach deine Augen auf. Was ist es denn? Moment mal. Was hast du wieder getan, Lami? Hä? Was ist denn los? Ich habe dir alle Smart Autos in Brookhaven gekauft. Du wagst es? Was machst du denn schon wieder? Ganz genau. Und das alles habe ich mit deiner Kreditkarte bezahlt. Oh, was? Mit meiner Kreditkarte? Oh. Hey, alles gut, Betreuerin? Hast du dir den Rücken gebrochen vor Schreck? Das ist doch mega cool, du hast 4 neue Autos. Lami, ich brauche keine 4 Autos. Oh, ich bin auch schon pleite. Und jetzt hast du noch 4 Autos gekauft? Ich möchte dich nicht mehr hier im Adoptionscenter haben. Entschuldigung, bin ich hier richtig im Adoptionscenter? Oh, Betreuerin, da ist, glaube ich, eine Obdachlose, die will eine kleine Spende oder sowas. Nein, eigentlich möchte ich hier ein Kind adoptieren. Bin ich hier richtig? Moment mal, ein Kind adoptieren? Aber die sieht ein bisschen arm aus. Hat die überhaupt Geld für ein Kind? Oh, Sie wollen also ein Kind adoptieren? Nehmen Sie bitte dieses blonde Kind hier. Sie bekommen das. Sie müssen auch keine Papiere ausfüllen oder sowas. Aber Moment mal, die sieht aus, als hätte die gar kein Geld für mich oder sowas. Das ist gar kein Problem. Ich möchte dich einfach nicht mehr hier haben, Lami. Jetzt verzieh dich endlich. Du hast eine neue Mutter. Glückwunsch. Und jetzt verschwinde. Moment mal, jetzt wirklich? Oh, ich bin so froh. Na gut, ich bin deine neue Mutter. Dann lass mich dir deine neue Familie zeigen. Oh Mann, ey. Na gut, dann habe ich jetzt wohl eine neue Familie. Irgendwie, die stinkt ja total. So, Lami, wir sind da und das ist deine neue Familie hier. Meine neue Familie und das hier ist unser Haus. Das sieht aus wie eine kleine Bruchbude. Na gut, hallo, ich bin's, Lami. Hey, du bist also unser neuer Sohn. Das freut mich, wirklich. Ich liebe Kinder und vor allem, ich wollte schon immer einen Sohn haben. Und das hier ist deine kleine Schwester. Ich bin's, deine Schwester. Freut mich wirklich, dich kennenzulernen. Oh, das ist aber cool. Ihr seht wirklich nett aus. Na gut, dann gehen wir einfach mal ins Haus, oder? So, und... Oh, hier stinkt es ja auch total. Ja, tut uns leid für die Umstände, aber ich glaube, als Familie sollten wir das hinbekommen, dass es für jeden hier gemütlich ist. Ja, das stimmt. Das ist nicht das größte Haus. Und hier muffelt es auch ein bisschen. Aber wir finden schon eine kleine Ecke, wo es gemütlich für dich ist. Oh ja, ich glaube, ich kann mich ja einfach mal hier hinlegen, auf dem Boden. Seht ihr, das ist gar nicht mal so ungemütlich. Hier ist es so kalt auf dem Boden und der ganze Wind zieht durch die Wände. Die Wände sind ja noch nicht mal zu. Mir ist schon ein bisschen kalt. Oh, das tut mir wirklich leid, dass es so kalt ist. Aber hier, du bekommst meinen Schlafsack. Den können wir gerne teilen. Oh, was? Du willst deinen Schlafsack? Oh, gemütlich mit mir teilen? Das ist wirklich mega lieb von dir, Schwesterherz. Aber natürlich, wir Geschwister müssen doch zusammenhalten. Wir sind jetzt Bruder und Schwester. Wow, das stimmt. Na gut, wir halten zusammen. Essenszeit, wir können jetzt essen gehen. Oh ja, ich habe sowieso einen Mordshunger. Was gibt es zu essen? Na
los, alle ins Auto. Wir fahren jetzt unser Essen abholen. Wuhu! Oh yeah, das ist super cool. Und unsere Eltern sagen gar nichts, obwohl wir hier hinten oben auf den Sitzen sitzen. Das ist ein bisschen gefährlich, aber das ist echt cool, dass sie nichts dagegen sagen. Moment mal, da ist doch der Supermarkt. Hey, wollten wir nicht Essen einkaufen? Oder fahren wir zu Brooks Diner? Oder auch nicht? Hä, Moment mal, wohin fahren wir denn? Wir sind gleich da, Kinder. Kein Grund zur Sorge. Und wir sind da. Moment mal. Hier sollen wir Essen herbekommen? Sag mir nicht in der Mülltonne. Und los geht es. Wir müssen das gute Essen hier rausfischen. Warte mal. Aus der Mülltonne? Wollen die das ganze Essen rausfischen? Ist das nicht ein bisschen eklig? Oh Gott, und das sollen wir jetzt wirklich essen? Moment mal, wer ist da denn? Ja, hey Melissa, ich bin jetzt hier beim Flughafen. Ich warte auf dich. Oh, was stinkt denn hier so? Oh Gott, hier sind ein paar Penner am Flughafen. Da musst du wirklich aufpassen auf deine Nase. Die stinken wirklich unheimlich. Moment mal, suchen die sich gerade Essen aus der Mülltonne raus? Igitt. Das ist ja eklig. Ich glaube, ich muss mir einen anderen Parkplatz aussuchen. Bis gleich, Melissa. Oh, ich wollte ihr gerade sagen, was das für ein cooles Auto ist. Aber die war echt gemein, ey. Die meinten, dass wir Penner sind. Hey, so kann die doch nicht über uns reden, ey. Hey, Bruder, mach dir nichts draus. Das ist ganz normal, aber wir werden ja sehen, wie die ganzen Menschen sich noch verändern. Moment mal, verändern? Was meinst du denn damit? Na gut, ist ja auch egal. Haben wir jetzt das Essen gefunden? Und hopp, ich habe das ganze Essen in diesen Karton hier reingetan. Oh, das wird ein Festmahl. Oh ja, super. Dann lass uns mal was aus dem Karton hier rausessen. Oh, und heute, oh Gott, vorsichtig. Heute ist ja noch unser erster Schultag. Und Kinder, nicht vergessen, das Essen ist in den Tüten drinne. Tut mir leid, ihr wisst, wir haben kein Geld für richtige Brotdosen. Oh, das ist nicht schlimm. Wir haben hier unser ganzes Essen drinne. Na gut, Schwester Herz, dann lass uns mal in die Schule gehen. Unser erster Schultag in der Brookhaven Schule. Wow, du siehst ja echt cool aus. Du hast coole Klamotten an. Du stinkst! Igitt! Hey, tut mir leid, dass wir stinken. Wir sind eine arme Familie und haben halt nicht so viel Geld, weißt du? Oh, ihr habt also kein Geld. Das tut mir wirklich leid. Ich glaube, da kann ich euch weiterhelfen. Ich habe ein bisschen Essen für euch. Hier, bitteschön. Möchtet ihr diesen Marshmallow? Nehmt ihn los, versucht es doch. Hier, bitteschön. Ja, gib mir den Marshmallow, bitte. Hier, bitteschön. Und... Au! Hey, was sollte das? Du kannst doch nicht meine arme kleine Schwester mit deinem blöden Marshmallow schlagen. Das poste ich sowas von auf TikTok. Das muss ich sofort hier posten. Was soll das? Hey, nicht du schon wieder! Was willst du von mir? Verzieh dich, du Penner! Nimm das! Oh, oh Gott, ey, das hat echt gezwiebelt. Was für stinkende Loser! Na los, lass uns in die Cafeteria das Essen essen, was die sich nicht leisten können. Oh Mann, ey. Hey, Schwesterherz, alles in Ordnung mit dir? Autsch, das hat wirklich wehgetan, aber na gut, alles in Ordnung, mein Bruderherz. Aber ich muss mal ganz kurz für kleine Mädchen. Alles klar, ich warte einfach mal hier. Und ich kann ja mal in der Zeit gucken, was ich hier alles in meiner Tüte habe. Moment mal, ist das hier etwa ein Burrito? Oh Gott, der sieht sogar gut aus und der schmeckt auch noch gut. Oh, wie lecker, auch wenn das von der Mülltonne ist, dann, Moment mal, war das nicht das Auto von meinen Eltern? Stopp mal, aber unser Haus ist doch da hinten. Warum sind die denn jetzt da vorne hingefahren? Eigentlich habe ich Schule, aber... Na gut, Freunde, wir müssen mal ganz kurz gucken, wohin unsere Eltern hinfahren. Das interessiert mich jetzt wirklich. Die sind doch jetzt nicht
Nach links? Nee, auch nicht. Nach rechts? Sind die etwa da vorne? Jetzt wirklich? Das ist das Auto von uns und... Hä? Meine Mutter ist gerade reingegangen? Und Papa, was machst du denn hier? Hey, mein Sohn Lami. Hast du nicht Schule? Du müsstest doch in der Schule sein. Ja, aber ich habe das Auto gesehen und deswegen war ich ganz neugierig. Sag mal, was macht ihr hier in diesem großen, teuren Haus, ey? Wir sind die Putzfrauen hier, weißt du? Wir sind die Reinigungskräfte. Ach so, das macht ihr also beruflich? Dieses Haus hier putzen? Ja, wirklich. Wir müssen das ganze Haus putzen und damit verdienen wir unser Geld, weißt du? Na gut, und oh, Schwester Herzog ist auch da. Oh, habt ihr es ihm schon erzählt, Mama und Papa? Erzählt? Moment mal, was denn? Ach so, dass sie beide hier als Reinigungskraft arbeiten? Oh, das... Ich glaube, es wird Zeit, Leute, oder? Na gut, ich glaube, es wird wirklich Zeit. Moment mal, wofür Zeit? Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Lami, das alles hier war nur ein Test und wir müssen dir die Wahrheit erzählen. Die Wahrheit? Worüber redet ihr denn eigentlich? Das, Lami, das ist unser richtiges Haus. Das hier ist unser richtiges Haus? Nein, unser richtiges Haus ist doch da ganz hinten in der Holzhütte, oder nicht? Nein, Lami, das hier war alles nur ein Test, um zu gucken, wie du dich verhältst in der armen Familie. Wir sind eigentlich reich. Wir sind Millionäre. Ah, wir sind reich und Millionäre und ihr wolltet nur gucken, wie ich mich in der armen Familie verhalte, um zu wissen, ob ich dann glücklich in der armen Familie bin. Ah, okay. Moment mal, was? Wir sind reiche Millionäre und das war alles hier kein Witz? Oh Gott, ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder was? Nein, Lami, das ist wirklich die Wahrheit. Und dasselbe haben sie auch bei mir gemacht. Ich komme aus einer anderen Stadt und wurde auch adoptiert. Ich kam nämlich auch aus dem Adoptionscenter und bei mir wurde derselbe Test gemacht. Ob ich die Familie auch mag, wenn sie arm ist. Und ich habe den Test bestanden und, naja, lass mir dir so viel sagen, du hast den Test auch bestanden. Wow, jetzt verstehe ich alles. Das ist echt eine coole Strategie. Ja, Lami. Und jetzt, na los, such dir ein Zimmer aus in deinem neuen Haus. Oh, wie cool. Wow, ist das cool. Wir fahren jetzt wirklich mit einer Limousine zur Schule. Und na, wen haben wir denn da? Wow, ihr seid gerade wirklich aus einer Limousine gestiegen? Wer seid ihr beide? Wir? Sagt mal, erinnert ihr euch nicht? Ihr habt uns gestern noch in der Schule gemobbt. Was? Dich sollten wir gemobbt haben? Nein, das stimmt doch nicht. Hey, sag mal, du siehst echt toll aus in dem Outfit. Und möchtest du nicht mit mir essen gehen? Hey, wollen wir nicht später zusammen Basketball spielen, Bro? Du siehst echt mega korrekt aus. Siehst du, mein Bruder? Das sind die wahren Gesichter von den Mobbern. Jetzt, wo wir Geld haben, wollen die unsere Freunde sein. Und gestern, wo wir noch kein Geld hatten, haben die uns gemobbt. Oh Mann, ihr blöden Fieslinge. Und hab dich, Emily, du bist dran, du musst mich jetzt fangen. Oh, pass auf, Lami, ich mach den Vollspeed, ich krieg dich jetzt und gefangen. Sackgasse, oh Mann, oh. Aber das macht so viel Spaß mit dir, Emily. Wir werden für immer zusammen sein. Und wenn wir adoptiert werden, dann werden wir auch nur von derselben Familie adoptiert. Oh ja, du bist wirklich der Beste. Nichts und niemand kann uns hier auf dieser Welt trennen. Moment mal, Emily, da unten sind zwei Frauen. Die wollen uns vielleicht adoptieren. Los, lass uns nach unten gehen. Oh, meinst du, die adoptieren uns zusammen? Das wäre super toll. Wow. Hey, ich war zuerst hier. Die Kinder gehören mir. Ich werde sie beide adoptieren. Oh nein, ich war zuerst hier. Ich werde die zwei Kinder adoptieren. Ja, ganz genau. Tut mir leid. Wir beide sind nur im Doppelpack zu haben. Wir können nur gemeinsam adoptiert werden. Wie gesagt, ich war zuerst hier. Die Kinder gehören mir. Oh nein, und außerdem
Das Mädchen gefällt mir. Das gehört so oder so mir. Und der Junge gehört mir. Er gehört mir. Na, dann sind wir uns ja einig. Du bekommst den Jungen und ich bekomme das Mädchen. Moment mal, was, Emily? Wir werden getrennt adoptiert? Nein, ich dachte, wir bleiben für immer zusammen. Oh, wir wollen zusammenbleiben für immer und ewig. So, mein kleiner Bursche, du kommst jetzt zu mir, zur Mörderfamilie. Und du kommst zur lieben Sheriff-Familie. Die Mörderfamilie stinkt sowieso. So, mein Sohn, du bist jetzt mittlerweile 16 Jahre. Und du weißt, wir sind die Mörderfamilie und die Sheriff-Familie. Alle von der Sheriff-Familie sind unsere Feinde. Wir machen dich hier zu einem 1A-Mörder. Du hast das ganze Wissen von uns geerbt und weißt, wie man mittlerweile jeden ohne Probleme umschnetzeln kann. Richtig, mein Sohn? Ja, Papa, mittlerweile weiß ich wirklich, wie man in 1000 verschiedenen Arten jemanden umschnetzeln kann. Aber eigentlich wollte ich doch nie jemanden umschnetzeln. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe mein Leben genießen. Nein, nein, nein. Du bist ein Mörder, genauso wie wir. Und deine Kinder werden Mörder. Und die Kinder deiner Kinder werden auch Mörder. Und die Kinder deiner Kinder von deinen Kindern, die werden... Ja, ich glaube, er hat's verstanden, Schatz. Auf jeden Fall, wir sind alle Mörder. Wir haben das Mördern im Blut. Und Lami, mittlerweile bist du alt genug, um deinen ersten richtigen Fall abzuschließen. Und zwar, Lami, wird es Zeit, dass du auch jemanden ermorden musst. Und zwar niemanden geringeren als die Tochter von der Sheriff-Familie. Moment mal, die Tochter von der Sheriff-Familie? Das war doch Emily. Das war meine beste Freundin damals im Adoptionscenter. Die kann ich doch nicht umschnetzeln. Hey, 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 hey. Natürlich kannst du das, Lami. Denn sie wurde auch ausgebildet zu einem richtig guten Sheriff. Und ihre Mission wird es sein, dich umzuschnetzeln. Und deine Mission wird es also sein, sie zuerst umzuschnetzeln. Hast du verstanden? Die Mörder dürfen nicht verlieren. Niemand von der Mörderfamilie darf sterben. Aber die Sheriffs, die müssen ausgelöscht werden. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Na gut, ich muss machen, was ein Mörder machen muss. Und zwar umschnetzeln. Also, meine Tochter, du bist mittlerweile schon 16 Jahre alt. Und wir haben dich hier in der Sheriff-Familie großgezogen. Und du hast nur ein Ziel vor Augen. Jeden von der Mörderfamilie umbringen. Das ist deine Mission als Sheriff hier. Und dein allergrößter Feind ist Lami. Er ist der Sohn von der Mörderfamilie. Und er hat es nur auf dich abgesehen. Aber du musst es schaffen, ihn zuerst zu beseitigen. Ganz genau, meine Tochter Emily. Du musst uns stolz machen und diesen Lami aus der Mörderfamilie ausschalten. Das ist deine einzige Mission im Leben. Oh, eigentlich möchte ich ja niemanden töten. Aber wenn's sein muss, ich will euch ja auch nicht enttäuschen. Also mach ich das. Perfekt. Und als kleine Warnung an die Mörderfamilie werden wir hier an alle Brookhaven-Häuser einen Brief rausschicken. Wir wissen leider nicht, wo genau die Mörderfamilie lebt, aber wenn wir an alle Häuser einen Brief schicken, dann werden sie diesen Brief schon bekommen. Keine Sorge. Und das ist nur eine kleine Warnung. Genau. Aber Emily, du musst jetzt als Sheriff losziehen, ihn suchen und ausschalten. Los, such die Mörderfamilie. Oh, ich werde euch nicht enttäuschen. Macht euch keine Sorge. Weiter so, mein Junge. Das Training wird sich auszahlen lassen. Und dann wirst du endlich die ganze Sheriff-Familie auslöschen. Wir werden so stolz auf dich sein. Hey, 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 ich habe eine wichtige Nachricht. Und zwar, dieser Zettel hier, der war bei uns im Briefkasten. Und er kommt von niemand Geringeren als von den Sheriffs. Was? Von den Sheriffs? Moment mal, wollen die vielleicht Frieden oder so mit uns und ich muss niemanden umschnetzeln? Oh nein, Lami, es ist genau das Gegenteil, denn die Sheriffs sind uns mittlerweile schon dicht auf den Fersen und sie sagen hier im Brief, dass sie uns alle auslöschen wollen. Alle, die ganze Mörderfamilie. Moment mal, was? Die wollen uns auslöschen? Nein, ich habe jetzt so viele Jahre hart trainiert
und ich weiß ganz genau, wie man jeden ganz, ganz locker easy umschnetzeln kann. Und ich werde das zuerst machen. Ich werde in einem fairen 1 gegen 1 Kampf mit der Sheriffstochter kämpfen. Sehr gut, mein Junge. Mach uns stolz. Zieh los und werde der größte Mörder in ganz Brookhaven. Ich werde euch schon nicht enttäuschen. Ich werde jetzt diese Emily raussuchen und mit ihr kämpfen. Ein richtiges 1 gegen 1 Battle. Na los, Emily, wo bist du? Okay, Leute, hier irgendwo in dieser Fabrik muss ich irgendwo der Sheriff Emily verbürgen. Da bist du ja. Ich hab dich endlich gefunden, du kleiner Sheriff. Oh, Lami, was ist nur aus dir geworden? Du bist ein Mörder? Ich kann's gar nicht glauben. Ich dachte, wir bleiben für immer zusammen. Das dachte ich auch. Oh. Aber du hast die Seiten gewechselt. Und tu nicht so, als wären Sheriffs die ganz, ganz netten Leute. Ihr tötet genauso unschuldige Leute, aber wir töten nur die bösen Menschen als Mörder. Was redest du denn da? Unser Job ist es, jemanden umzubringen. Aber ihr macht das nur, weil ihr Lust darauf habt. Hast du gerade ein Messer nach mir geworfen? Hey! Du bist echt ein Mörder. Ich werf das Messer gleich nicht nach dir, sondern in dich und komm her. Lami, du bist komplett verrückt. Bleib stehen. Ich werde das für meine Familie erledigen. Oh nein, ich werde das für meine Familie erledigen. Komm her, Emily. Ich kann gar nicht glauben, was aus uns geworden ist. Wir bekämpfen uns einfach gegenseitig. Oh ja, aber ich werde dich nicht nur bekämpfen. Ich werde dich umschnetzeln, Emily. Ich werde meine Mission erfolgreich erledigen. Oh, warte mal. Oh nein, ich werde meine Familie stolz machen. Wenn ich muss, dann werde ich selbst dich umbringen, Lami. Oh, keine Chance. Komm her, Emily. Wir regeln das jetzt im 1 gegen 1. Oh ja, halt dich fest, Lami. Gleich bist du dran. Und ich hab dich. Oh, das stimmt doch gar nicht. Ich hab dich gleich. Oh Gott. Ich kann langsam nicht mehr, Emily. Oh, ich kann auch nicht mehr, Lami. Ich hab keine Kraft mehr in meinem Körper. Oh Mann, ey. Meine Arme fallen mir gleich ab. Emily, weißt du was? Ich geb's auf. Ich kann nicht mehr. Oh, Lami. Ich kann nicht mehr. Und ich möchte auch einfach nicht mehr. Ich hab dich doch so sehr vermisst. Was? Moment mal. Das Gleiche wollte ich gerade auch sagen. Ich hab dich die ganzen Jahre auch vermisst, Emily. Oh Mann, ich bin so froh, dass wir uns wiedergefunden haben. Und vielleicht könnten wir ja wieder zusammenkommen. Oh, stimmt. Du hast recht. Aber die einzige Option ist es, dass du die Sheriff-Familie verlässt und ich die Mörder-Familie verlasse. Und dann gründen wir eine neue Familie, eine friedliche Lami-Familie. Oh, Lami, ich würde absolut alles für dich tun. Hauptsache, du bist wieder in mein Leben drin. Alles klar, Emily. Du weißt, was wir zu tun haben. Lass uns einfach umarmen und Waffenstillstand haben, okay? Oh, wie lange habe ich auf den Moment gewartet? Lami, ich habe dich wirklich so vermisst. Ich auch. Komm her, Emily. Lass mich dich umarmen. Was? So, Lami, ich habe die Nase voll von dir. Du hast genug gefaulenzt. Jetzt war's das. Wir werfen dich raus. In deinem Alter habe ich schon einiges erreicht. Mein eigenes Geld verdient. Und naja, du gibst nur mein Geld aus. Mehr machst du nicht. Oh ja, ganz genau. Und außerdem hilfst du auch nicht im Haushalt mit. Das mache ich alles alleine. Du machst nur alles dreckig. Oh, Lami, du musst jetzt erstmal eine Lektion erteilt bekommen. Du musst lernen, wie man sich zu benehmen hat. Oh ja, und jetzt raus mit dir aus dem Haus. Moment mal, was? Ihr wollt mich wirklich rausschmeißen? Aber ich kann doch nicht einfach auf der Straße leben, oder? Doch, das kannst du. Und du musst jetzt lernen, selbst Geld zu verdienen. Und mach was aus dir. Erst dann werden wir dich wieder in der Familie aufnehmen. Oh Mann, wo soll ich dann jetzt nur schlafen gehen? Oh Mann, ey, was war das denn für eine Nacht? Das war echt ungemütlich hier
auf der Bushaltestelle zu schlafen. Moment mal, und was geht eigentlich hier ab? Hey du, wir sind Familie Billig und wir suchen hier gerade nach Wechselgeld. Nach Wechselgeld? Hier an der Bushaltestelle? Na gut, dann glaube ich, brauche ich einen neuen Schlafplatz. Die Bushaltestelle war eh nicht so gemütlich. Hey, bleib stehen, kleiner Junge. Vielleicht können wir dich ja aufnehmen bei uns in der Familie Billig. Ganz genau, wir haben noch einen Platz in unserem Haus übrig für dich. Was, jetzt wirklich? Ihr würdet mir einen Schlafplatz bei euch zu Hause anbieten? Oh Mann, das ist ja mal total lieb von euch. Hey, Mama, Papa, ich hab eine leckere Pizza gefunden. Guckt euch die mal an. Oh, die ist ja noch total frisch. Warte mal, ist die gerade eine Pizza vom Boden? Oh Mann. Na gut, dann wollen wir mal zum Haus gehen, oder? Wow, das ist also euer Haus. Das sieht ja ziemlich cool aus. Na gut, dann wollen wir mal reingehen. Warum ist es so dunkel? Ich mach mal das Licht an. So, schon viel besser. Hey, mach sofort das Licht aus, ganz, ganz schnell. Oh, wow, was ist denn los? Was ist passiert? Das Licht umschalten von dir hat mich gerade ganze 5 Cent gekostet. Hier im Haus benutzen wir nämlich nur Taschenlampen. Wir sparen Strom. Oh, na gut, so läuft das also hier ab. Aber, oh, wow, ihr habt ja einen echten coolen Fernseher. Der ist ausgeschaltet. Wir benutzen den Fernseher nur jede vierte Woche für 10 Minuten am Wochenende, ganz genau. Wir, Familie Billig, sorgen schon genug für Unterhaltung. Oh Mann, ey, ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum die Familie Billig heißen. Die sparen wirklich ja jeden Cent an Strom. Naja, wie auch immer, ich glaube, ich sollte mal jetzt, ins Bett gehen. Ich bin noch ganz, ganz müde. Na gut, komm mit. Ich zeig dir einfach mal dein Zimmer. Oh Mann, ey, wie lange schlafe ich denn jetzt schon? Wir haben ja schon ganz hell. Nur das Licht war die ganze Zeit aus. Deswegen habe ich so lange geschlafen. Hallo, Lami. Guten Morgen. Es ist Zeit, die Teller zu waschen. Was sagst du da? Teller waschen? Oh Mann, muss ich das wirklich machen? Oh, na gut. Wir waschen unser Geschirr nicht unten, sondern oben in der Badewanne. Ach so, ja klar. In der Badewanne? Moment mal, das meint ihr doch jetzt nicht wirklich ernst, oder? Aber natürlich, Lami. Hier, wenn wir unser Geschirr waschen in der Badewanne, dann können wir das ganze Wasser sparen. Denn Wasser ist nämlich auch sehr, sehr teuer und hier haben wir genug Platz. Ich gebe dir Gift, da ist ja noch ganz viel Essen auf dem Teller. Oh Mann, na gut, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich nicht baden werde. Ich glaube, ich gehe mal nach unten, ich brauche eine Ladung Frühstück. Na gut, dann wollen wir mal. So, und wo ist denn eigentlich der Vater? Ah, der schläft hier. Billig, 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 billig. Billig, 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 billig. Na gut, dann kann ich ja die Chance nutzen und an den Kühlschrank gehen. Na gut, dann wollen wir mal. Oh. Mach sofort den Kühlschrank zu. Das kostet zu viel Geld. Ich habe ein Bild vom Kühlschrank gemacht. Das kannst du dir angucken. Aber mach nicht den Kühlschrank auf. Das kostet zu viel Geld. Das zieht ganz viel Elektrizität ab. Aber ich wollte doch nur etwas zum Essen haben. Na, da habe ich was für dich. Nimm diesen Donut hier. Was? Ein Donut? Oh mein Gott, wie lecker. Meine Eltern haben mich nie Donuts essen lassen. Auch wenn der ein bisschen trocken schmeckt. Vielen Dank für den Donut. Oh ja, da hast du sogar Glück gehabt, denn dieser Donut war der letzte und einzige, der weggeworfen wurde. Diesen Donut haben wir nämlich aus dem Müllcontainer rausgefischt. Oh Gott. Das ist ja mal richtig eklig. Hey Schatz, ich werde dann mal die Toilette benutzen. Wir sehen uns dann später. Moment mal, benutzt sie etwa nicht die Toilette im Haus? Ach Quatsch, das kostet doch zu viel Geld. Das ist Wasserverschwendung. Wir haben einen Eimer draußen stehen im Garten und den wechseln wir jede Woche einmal aus. Oh, ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier raus. Oh Gott. Na gut, Lami, wir gehen dann mal ins Kino. Möchtest du nicht mitkommen? Oh, naja, um ehrlich zu sein, ich würde ja lieben gerne mitkommen, aber ich glaube,
Ich fühle mich heute nicht so gut. Ich glaube, ich bleib besser zu Hause, ja? Na gut, dann pass auf zu Hause auf. Bis später. Okay, ciao. Oh Mann, und jetzt werden wir die Show starten. So, zack und zack. Boom, klick. Und noch hier. Und zum Schluss machen wir noch den Fernseher an. Und ich brauche kein Kino. Ich gucke hier lieber ein paar coole Serien im Fernseher. Oh Mann, das tut doch mal gut. Mit dem Licht, mit der Wärme und mit der frischen Luft. Ah, schöner kann ein Tag gar nicht sein. Oh Mann, wie traurig das Ende ist. Oh Mann, ich frage mich wirklich noch, ob sie sie küssen wird oder nicht. Die Serie ist einfach so, so spannend. Was sehen meine Augen denn hier? Was ist denn hier los? Oh Mist, euch habe ich ja ganz vergessen. Lami, warum ist der ganze Strom im Haus an? Und der Kühlschrank ist ja noch offen. Was ist denn mit dir los? Das alles kostet mich bestimmt ganze 4,50 Euro. Lami, versteck dich, bevor ich noch komplett ausraste hier. Oh Mann, ey. Was ist denn mit mir los? Vielleicht bin ich ja wirklich das Problem. Und ich lasse auch noch den ganzen Tag den Kühlschrank offen. Sowas macht wirklich kein normales Kind. Na gut, ich glaube, ich muss erstmal eine Nacht darüber schlafen. Oh, ich glaube, es ist Zeit, mich bei Familie Billig zu entschuldigen. Oh, na dann wollen wir mal, was ist denn hier los? Lami, ich habe meine Kontoabrechnung bekommen von der Bank. Und hier steht, dass mich der gestrige Tag ganze 4,54 Euro gekostet hat. Oh Mann, Familie Billig, das tut mir wirklich leid. Ich wollte mich nochmal für gestern entschuldigen. Das war echt uncool von mir. Naja, wegen dem gestrigen Tag beträgt mein Kontostand auch nur noch 3,7 Millionen Euro. Oh Gott, was hast du gesagt? 3,7 Millionen Euro? Du bist Multimillionär? Aber natürlich, Lami. Wir sind nur so reich, weil wir so viel sparen, weißt du? Ganz genau. Deswegen, ich nehme sie nicht ganz so übel, Lami. Aber ab jetzt benutzen wir nur noch die Taschenlampen zu Hause. Hast du mich verstanden? Und vielleicht können wir zur Feier des Tages, damit wir uns alle wieder versöhnen, zusammen baden im Jacuzzi. Oh Mann, wie abgefahren. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Na gut, dann benutze ich ab sofort nur noch Taschenlampen. Und jetzt ab zum Jacuzzi. Moment mal. Hier, wasch dir doch immer das Geschirr. Oh Gott, das Wasser ist ja noch ganz voll mit Essensresten. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich muss mal kurz eine Runde spazieren gehen. Oh Mann, ich muss hier abhauen. Die Familie ist total durchgeknallt. Ich muss unbedingt wieder zurück zu meinen Eltern, aber ganz, ganz schnell. Und Moment mal, da sind sie ja auch schon, meine Eltern. Hey, ich habe eine Frage. Lami, mein Schatz, bitte komm wieder zurück nach Hause. Wir waren zu streng zu dir, es tut uns so leid. Hey, mein Sohn, komm bitte wieder zurück nach Hause. Ich war zu streng zu dir. Es tut auch mir ganz, ganz doll leid, Lami. Oh, was? Ihr müsst wissen, ich hatte die schlimmsten Tage der Welt hinter mir. Oh Mann, ey, aber es freut mich, dass ihr mich wieder aufnehmen wollt zu Hause. Und weißt du was, Lami? Zur Feier des Tages gehen wir zusammen in ein Restaurant mit einer anderen Familie, die wir kennengelernt haben. Was? Mit einer anderen Familie? Okay, und welche Familie? Ach, Lami, du wirst sie bestimmt mögen. Das ist die Familie Billig. Was? Familie Billig? Nein! Mein Leben ist so traurig. Ich bin einfach obdachlos, obwohl ich noch ein Kind bin. Meine Eltern haben mich von zu Hause rausgeschmissen, weil sie mich nicht mehr lieben. Oh Mann, ich bin so alleine hier. Und Brookhaven ist immer so voll mit ganz, ganz lieben Familien. Überall sehe ich Kinder, die glücklich sind mit ihren Eltern.
Hallo? Ich hab nichts geklaut, ich schwöre es dir. Hey, kleiner Junge, sag mir, wo deine Eltern sind. Meine Eltern, die haben mich rausgeschmissen. Ich wohne auf der Straße. Na gut, dann wäre das auch geklärt. Ich von der SWAT-Familie adoptiere dich hiermit. Moment mal, was? Du adoptierst mich? Die SWAT-Familie? Ging das nicht ein bisschen schnell? Also, muss man hier nicht irgendwelche Papiere oder so ausfüllen, damit du mich adoptieren kannst? Nein, jetzt halt die Backen! Du wurdest adoptiert, habe ich gesagt! Wir, die SWAT-Familie, adoptieren dich! Ei, Captain! Alles klar, Sohnemann! Deine Mama wird dich jetzt ein bisschen mit dem SWAT-Schild trainieren! Oh Mann, ey! Meine neue Mama, die wird mich trainieren! Die ist bestimmt ganz lieb, oder? So, dann wollen wir mal unseren Sohn trainieren. Yeah, Mama, los, trainiere mich. Hey, Lami, halte das Schild sofort gerade. Denn das Schild musst du zur Verteidigung nutzen, aber das Schild kannst du auch zum Angriff benutzen. Ist ja gut, Mama. So oder so? Moment mal, ich bekomme einen wichtigen Auftrag. Der verrückte Wissenschaftler, der schon lange auf der Flucht ist in Brookhaven, wurde gefunden. Wir haben seinen Standort erhalten. Na los, die SWAT-Familie muss vorrücken. Wir werden ihn schnappen. Lami, mein Sohn, das ist deine erste Mission hier in der SWAT-Familie. Vergeig es nicht, sonst wirst du wieder rausgeschmissen. Oh, was? Meine erste Mission in der SWAT-Familie? Wir müssen einen verrückten Wissenschaftler schnappen? Oh Mann, na gut, wie sollte ich das Schild nochmal halten? So oder so? Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Auf geht es, SWAT-Familie. Lasst uns den verrückten Wissenschaftler schnappen. Oh ja, wir haben noch nie bei einer Mission versagt. Auch diesmal werden wir die Mission gewinnen. Ja, let's go, SWAT-Familie. Aber Lami, lass mir dir eins sagen. Solltest du scheitern bei dieser Mission, dann wirst du aus der Familie entadoptiert. Ja, ich hab's verstanden. Und das hier ist das Haus von dem verrückten Wissenschaftler? Das Haus sieht ja schon echt verrückt aus. Na los, Lami, zeig, was du drauf hast. Und vorrücken. Na gut. Und nimm das. Und oh, ich hab die Tür wirklich aufgeknackt. Na gut, wir müssen den verrückten Wissenschaftler finden. Wo ist er? Hier ist er nicht. Oh Gott, hier vorne ist er auch nicht. Da muss er drin sein. Das ist das letzte Zimmer und er ist auch hier nicht zu finden. Hä? Was ist das denn? Ich habe einen Zettel gefunden. Oh, was? Ein Zettel? Was steht da denn drauf? Der Zettel ist vom Wissenschaftler und hier steht... ihr Anfänger. Oh Mann, was? Das heißt, wir wurden eiskalt reingelegt. Ja, das heißt, wir wurden reingelegt. Und weißt du, was es noch heißt, Lami? Wir schmeißen dich aus der Familie raus. Was? Aber ich... Nein! Oh Mann, und schon wieder bin ich hier alleine obdachlos, weil ich es schon wieder vergeigt habe. Oh Mann, alles, was ich brauche, ist doch nur eine richtige Familie, die mich liebt. Wow, wer seid ihr denn? Wer wir sind? Wir sind deine neue Familie, die Armee-Familie. Was? Meine neue Familie? Das ging ja schnell. Na los, hopp, hopp, einsteigen. Oder du machst 100 Liegestütze auf der Stelle. Ist ja gut. Alter, ist das hier ein Panzer? Und da wären wir. Alter, ich wurde hier gerade von der Armee adoptiert. Und die wohnen hier einfach im Militärgebiet. Na los, Lami. Kommen wir zu deiner Ausbildung. Na los, Lami, das geht aber auch schneller. Nimm dir ein Beispiel an deinem Vater. 1001, 1002, 1003. Ist ja gut. Und 12 und 13 und 8. Moment mal, ich kann nicht mehr zählen. Kommen wir zum Schusstraining, Lami. Bei uns darfst du keinen Schuss verfehlen. Genau, sieh zu und lerne, Lami. Oh, okay. Ich habe aber noch nie eine Waffe benutzt. Dann zeig mal her, Papa. Oh, Alter. Okay. Oh, alle drei Schüsse in die Mitte. Na gut, dann probiere ich das auch einmal. Na gut, die Waffe ist geladen. Dann wollen wir mal in die Mitte. Oh, okay, das war so lala. Aber hier treffe ich doch bestimmt. Oh, was? Nicht mal im Kreis? Na gut, aber hier und...
Was? Oh Mann, ich bin ja mal mega schlecht. Oh Mann, was haben wir denn hier adoptiert? Einen Blindfisch oder was? Oh, als Bestrafung machst du 1000 Liegestütze, Lami. Oh Mann, ey, jetzt im Ernst? Moment mal, ich bekomme gerade einen militärischen Auftrag zu. Der verrückte Wissenschaftler in Brookhaven läuft immer noch frei herum. Das SWAT-Team hat es nicht geschafft, ihn einzuschnappen. Es ist ein Job für das Militär, Freunde. Was? Den verrückten Wissenschaftler? Oh Mann, der wurde immer noch nicht geschnappt. Naja, ich meine, in der SWAT-Familie haben wir es auch ziemlich vergeigt. Aber in der Militärfamilie, da sollten wir ihn auf jeden Fall schnappen. Alles klar, ich habe seinen Standort. Wir werden jetzt zu ihm fahren und ihn einschnappen. Oh Mann, Freunde, den verrückten Wissenschaftler. Diesmal werden wir ihn schnappen in der Militärfamilie. Lami, lass mir dir eins sagen. Solltest du diesen Auftrag vermasseln, dann werden wir dich aus der Familie rausschmeißen. Oh, was? Noch einmal möchte ich nicht aus der Familie rausgeschmissen werden. Na gut, Lami, dann zeig mal, was du drauf hast. Und einmarschieren! Los, wir dringen ins Haus rein. Und irgendwo hier muss der Wissenschaftler sein. Wissenschaftler, wo bist du? Der muss hier sein, oder? Und hab dich! Nicht? Oh, der Wissenschaftler hat uns schon wieder reingelegt. Hier ist ein Zettel von dem Wissenschaftler. Und hier steht... Oh, wie schmeckt die Niederlage, ihr Anfänger? Oh nein, er hat uns schon wieder reingelegt. Oh ja, er hat uns reingelegt. Und Lami, weißt du, was das heißt? Wir schmeißen dich aus der Familie raus. Was? Schon wieder? Nein! Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder alleine. Und das ist ja fast genauso schlimm, als würden die Zuschauer von der Lami Army diesen Kanal nicht abonnieren. Moment mal, was sehe ich da? Über 80% meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert? Freunde, ich dachte, wenigstens wir als Lami Army halten zusammen. Sag mal, wer seid ihr eigentlich? Oh Mist, er hat uns entdeckt. Naja, es ist auch nicht so schwer, euch zu übersehen. Oh wow, er hat also wirklich gute Fähigkeiten. Wir werden dich adoptieren, kleiner Junge. Was? Schon wieder? Und welche Familie seid ihr? Wir sind die Spion-Familie. Sag mal, Spion? Das klingt eigentlich cool. Ich wollte schon immer ein Agent sein. Let's go! Merkt ihr eins, Lami. Als Spion musst du immer unentdeckt bleiben und alles unauffällig machen. So wie ein richtiger Agent, weißt du? Mann, das kann ich gut. Ich bin der Beste in Heranschleichen und... Angriff! Haha! Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ich bin halt ein guter Spion. Lami, wenn du so ein guter Spion bist, warum klebt dann da dieser Zettel an deinem Rücken? Was? Welcher Zettel? Moment mal, seit wann klebt der denn da dran? Naja, Lami, wie dein Papa schon gesagt hat, ein Spion muss immer unentdeckt bleiben. Moment mal, was ist das denn? Wir haben einen Auftrag bekommen, einen Special Agent Auftrag. Diesen Auftrag konnte selbst nicht die SWAT lösen und auch nicht die Armee. Jetzt hängt es an uns. Oh wow, das wird spaßig. Die Spionfamilie löst natürlich jeden Fall. Oh, sag mir nicht, das ist schon wieder dieser verrückte Wissenschaftler. Es geht um den verrückten Wissenschaftler in Brookhaven. Er ist immer noch auf freien Fuß unterwegs. So, Moment mal. Und da haben wir es doch. Ich habe seinen Standort gefunden. Na dann mal los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh Mann, ey. Zum dritten Mal muss ich jetzt versuchen, den Wissenschaftler einzuschnappen. Aber Freunde, alle gute Dinge sind drei. Ich werde es diesmal in der Spionfamilie schaffen. Oh Mann, ey. Wir fliegen einfach mit einem echten Helikopter. Alter, wie abgefahren. Lami, lass mir dir nur eins sagen. Sollten wir diese Mission scheitern, dann werden wir dich aus der Familie rauswerfen. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Alles klar, wir landen. Alle unentdeckt bleiben und immer unauffällig bewegen, verstanden? Alles klar, dann... wollen wir mal. Na gut, Lami, dann zeig mal, was du drauf hast. Na gut, let's go. Oh Mann, ey. Na gut, ein Spion bleibt immer unentdeckt. Dann wollen wir mal einmal hier reinschleichen. Na gut, Leute, kommt rein. So, alles gut. Und wo
ist der Wissenschaftler. Hier ist er nicht. Noch keine Spur von ihm hier. Dann wollen wir mal nach oben gehen. Vielleicht hier? Nein. Okay. Vielleicht hier? Auch nicht. Moment mal. Und hier? Nein. Und hier auch nicht. Moment mal. Er ist nicht hier. Ja, was ist das denn? Ich habe einen Zettel von dem Wissenschaftler gefunden. Und hier steht... Ihr bekommt mich niemals, ihr Anfänger. Oh, das heißt, der Wissenschaftler hat uns schon wieder reingelegt. Und lass mich raten, ich werde von der Familie wieder rausgeschmissen, oder? Ja. Oh, nein. Oh, Mann, ey. Erstmal werde ich von meiner eigenen Familie rausgeschmissen, dann von der SWAT-Familie, dann von der Armee-Familie und... zum Schluss auch noch von der Spionfamilie. Oh Mann, was mache ich denn falsch? Ganz dunkel wird es jetzt auch noch wieder. Oh Mann, ich brauche einen kleinen Schlafplatz. Ich kann doch nicht einfach hier auf der Straße schlafen. Vielleicht, oh, vielleicht kann ich mich ja einfach mal hier schlafen legen. Na gut. Hallo? Oh nein, wie hast du mich denn gefunden? Moment mal. Sag mal. Bist du der verrückte Wissenschaftler, den alle suchen? Nein. Oh, na gut, dann gehe ich mal wieder. Ich habe jetzt viel bei den ganzen Familien gelernt. Bei der SWAT-Familie, bei der Armee-Familie und bei der Spion-Familie. Und da kann ich doch einfach mal die ganzen Tricks anwenden. Nimm das! So, du verrückter Wissenschaftler, jetzt zeig mal erstmal, wer da unter der Maske steckt. Und da. Und unter der Maske steckt... Moment mal. Emily? Nun ja, ich war halt die ganze Zeit der verrückte Wissenschaftler. Oh Mann, ey. Jetzt check ich wirklich gar nichts mehr. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und Freunde, links und rechts seht ihr noch die letzten zwei Videos. Also checkt sie ab. Die sind auf jeden Fall auch noch mega, mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao! Peace.